Aufseher Klunkerknall. Die Interessen Beutebucht spürt ein Artefakt, auf das die Trolle aus Sugurup von Beutebucht fernhalten könnte. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Brecht den Götterbrecher. Jindo der Götterbrecher brecht ihn. Tötet Jindo den Götterbrecher in Sugurup auf heroischem Schwierigkeitsgrad. Brecht ihren Willen. Tötet Gub und den Meisterkoch der Gurubashi in Sugurup auf heroischem Schwierigkeitsgrad. Ach, das mit dem Artefakt brauchte man da nicht sogar irgendwas für? Ein Archäologen hat dein Charakter. Ne, der Charakter. Unbezahlbar mit Rabatt. Untersucht den Hort des Wahnsinns. Untersucht den Hort des Wahnsinns und findet das mysteriöse Schmuckstück der Gurubashi. Ich wollte gerade sagen, ey, wir haben ja denselben Magier bekommen, ist mir eingefallen, dass wir ja dieselbe Gruppe angemeldet haben. Ich muss jetzt kurz auf die Karte gucken, weil es sind ja nicht mehr alle Bosse so wie früher. Achso, erstmal aus dem Dings trinken. Und aus dem Maul. Lululu. Boah, mittlerweile durch den Regen riecht es jetzt auch nicht so. Es gibt ja so Sommerregengeruch und dann gibt es so Sommerregengeruch in der Stadt, was so nach Gülle riecht. Mhm. Jetzt kommt dieser Güllegeruch langsam hoch. Und den höre ich durch mein Fenster. den Geruch höre ich durch mein Fenster, habe ich gerade gesagt. Ja, ich möchte das bitte so stehen lassen. So gut, du kannst du ruhig jetzt hören. Ja. Gub ist da unten. Wer ist Gub? Ach, er. Er hat erstmal vier Angelschnüre ins Wasser gehalten, das hat gesehen. Oh, jetzt, also jetzt ist es, irgendwie muss es an mir vorbeigezogen sein, hat der Wind gedreht. Jetzt ist es nämlich exakt über mir. Vorher war es, also ich hab's vorher von links gehört. Ups, fang es noch springen, wenn hier sind ein paar alle Fische drin von früher, die man heute nicht mehr braucht. So, den ersten Boss gibt's zum Beispiel schon gar nicht mehr, ne? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Der erste Boss war diese Spinne. Ne, stimmt gar nicht, die Fledermaus. Die gibt's nicht mehr. Und die Spinne gibt's auch nicht mehr. Schutzvorrichtung. Weit entwickelte Trolle. Boah, dieser Güllegeruch ist eklig. Nox ist es aber immer noch der Alte. Du störst die Pläne der Gurubashi, Winzling. Es ist zu spät. Zu spät für euch alle. Gib dem Gesicht nach. Na, bleiben alle im Grünen stehen? Ne, man könnte auch bei der Gitterbindung einfach auseinanderlaufen, soweit wie möglich, damit die ja, ach so, war das? Stimmt. Jetzt wo du das. Seid ich mit meinem Mädchen mal hinten links an dem Altar. Mein Tod ist. Es ist nicht leicht, grün zu sein. Weil die Ökos. Ah, das kratzt auf. Pack den Spachtel aus. Oder hat's wieder geblitzt? Morlek sollten wir auch töten, ne? Nee, doch nicht. Wo rennt ihr denn hin? Keine Ahnung. Ja, sie haben sich verlaufen.
Ah, ich hab Donkey Kong. Was, Donkey Kong? Meinst du, ach, wegen den Felsrollen? Na ja, gut. Entfernt. Kriegst ein Fleißbienchen. Irgendwas Gemeines könnte irgendjemand... Ach ja, die sind die mit dem Kessel, ne? Ach, konnten wir uns da nicht selber Buffs holen? Ja. Du hast gar keinen Schaden, dieser Frost, ne? Einfach gar nicht. Beim zweimal Frost tötet direkt. Boah, ich dachte gerade, die Aufnahme hat gestoppt, aber das war meine andere FPS-Anzeige. Macht euren Frieden, lieber Mann. Ich werde euch persönlich zu ackern kriegen. Der klingt sogar wie so ein Afrikaner, wahlweise Jamaikaner, also mit so einem Dialekt. Muss den Geist benutzen. Ja, ich werde mir hier bedienen. Oh, er hat einen neuen Raptor. Ich glaube, der hieß früher nicht Ogan. Ach, hier sein One-Hit-Kill. Ich erinnere mich. Weil so geil hochgesprungen ist immer. Boah, ich hätte gern hier seine Waffe. Na gut, nehme ich auch. Meine Seele stärkt Jindo. Lästige Insekten, ihr werdet jetzt meinen Zorn spüren. So, das mit dem Schmuckstück können wir bestimmt nicht machen. Was ist er da? Andere Quest. Wieder einen eingefroren. Stochte, stochte. Rudeln des Oasenmesser. Gucken wir mal, ob einer Archäologie hat. Echt ein Traum für Nahkämpfer hier. Ich guck mal in der Zeit ins Compendium, falls er das doch nicht mehr weiß. Ja, dann macht er schon. Das ist richtig, was er da macht, ja? Ja, also ich weiß nicht, was hier richtig ist. Was hier the place to be ist. Hat er es gemacht? Ich glaube, ich muss googeln. Ich google nebenbei mal schnell.
Nee, nicht YouTube. Er sucht und sucht. Sofern, was? Nein, ich möchte nicht auf die mobile Seite. Er findet anscheinend nichts. Ah, er hat's gefunden. Oder er hat etwas gefunden. Man braucht anscheinend noch mehr. Ah, da kommt das dritte. Sag mal gut aus. Brauche wahrscheinlich noch so eine Tafel, wahrscheinlich von jedem Ding eins. Mhm. Ja. Kommt jetzt bestimmt noch so eine Tafel angeflogen, oder? Oder haben die drei schon? Da, nee, kommt, da sie. Kommt sie. He did it, yeah. Erstmal Archäologie. Ihr sucht mich? Jetzt kämpfen wir. Okay, jetzt ist das Gewitter wirklich an mir vorbeigezogen. Jetzt kommt's. Kommt los. Ist schön, wie man. Wow. Wie man es versetzt hört, weil ich höre es immer links, rechts, links, rechts und dann höre ich es bei dir. Oh, was ist der denn da geiles? Ey, der wurzelt mich. Kann ich einen auf Druiden? So. Amulett. Nied? Kein Nied. Schon wieder einer gestorben. Ja. Hier ist Sansa der Ruhelose. Wie geht's denn so, Mann? Den Reed, lol. Sie sind reingerannt. Der Papi vorläuft, okay, aber ihr haltet das nicht aus. Warte, ich auf Mars retz. Wo ist denn das da? Ah, macht schon. Genau. Vorhin war es der Magier. Muss ich ihn mal, ja, mal in Schutz nehmen. Ja, leider kannst du nicht für. Naja, wir könnten für Enten, aber ich kann ja nicht rüberlaufen. Oh, Alter, hast du dir mal meine Schultern angeguckt? Boah, ich brauch so ein Zugehob-Set zum Transmoggen. Wo ist denn hier der Koch? Ach, der ist unten drin, ne? Ach ne, der steht davor. Ne, er steht hier im Seitenflügel. Nehmen wir den so lange. Da haben sie nämlich mit den Dailies angefangen vom Kochen und so. Fällt mir auch gerade wieder ein. Hat man hier nämlich immer von ihm Lebensmittel und von dem anderen Fische bekommen. Weil Fische waren immer für das beste Bufffood. Ist auch klar, sie müssen ja ihren schlechtesten Beruf mal ein bisschen pushen. Deswegen geben Fische das beste Bufffood. Logisch. Ja, so ist ja schlau vom Blizzard, das ist ja nicht blöd. Kann man nicht so sagen. Uluba! Du bist nicht. Wie heißt er? Nasibo. Ach, der verfolgt jetzt die Schurke, die ist gleich wieder tot. Jetzt verfolgt er dich, pass auf. Willst du nicht in ihre Fußstapfen treten? Okay, das könntest du ihn wahrscheinlich sogar tanken. Das trägt sie wieder tot. Ja, Berserker, jag mich doch mal, da bin ich aber mal gespannt. Besser ist kaum die Kraft, das weiß ich nicht mehr heute.
Die tut mir schon leid, ist ja eine Schurke, ne? Darf ich lieb haben.